Hallo Leute, mein heutiges Projekt ist, was wollte ich jetzt machen? Ach, ich wollte mir ein paar Schippen holen. Habe ich hier noch Schippen drin? Ja. Also folgendes, ich habe vor dieser Aufnahme eine Stunde Sand gefarmt. Eine Stunde Sand gefarmt und habe in einer Stunde 68 Stacks Sand gefarmt. Das heißt 17 Stacks Steine kann man daraus machen. Das heißt 1088 Sandsteine. Nun habe ich mir überlegt, wie sieht's denn hier aus? Okay. Ein bisschen Platz ist ja noch. Und hier, die ist voll. Ja, die ist voll. Da habe ich mir überlegt, um die ganze Sache noch ein bisschen authentischer zu machen. Ein bisschen rennen. Habe ich was zu essen dabei? Ja. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man jetzt hier noch was isst, bevor man loslegt. Um die Sache ein bisschen authentischer zu gestalten, will ich heute mal was probieren. Hier seht ihr schon, hier hinten. Die Seite habe ich abgetragen. Die Seite. Und hier habe ich eine, wo steht die Sonne? Ah, ganz oben. Und hier habe ich eine Höhle gefunden. Es reizt mich natürlich auch schon ganz schön, in diese Höhle hier reinzugehen. Aber das machen wir vielleicht mal anders mal. Mein Plan ist heute, wenn ich diese einzelnen Dinger hier noch weggenommen habe. Mein Plan ist heute mal mit Zeitraffer zu arbeiten. Und da fange ich mal hier an. Und es ist dann noch ein bisschen authentischer, als wenn ich es offline mache, damit ihr das dann auch seht. Ich arbeite mit Steinschaufeln, weil ich einfach nicht so viel Eisen habe. Ich habe zwar ein bisschen Eisen, aber das reicht mir nicht. So, dann fangen wir doch mal an. Dann mache ich jetzt einfach mal zum Testen 10 Minuten Zeitraffer. So, jetzt geht's los. Das waren jetzt mal 10 Minuten mit Zeitraffer. Da muss ich mir das mal angucken mit meinem Magix Videomarker, mit dem ich es mache. Wie doll ich es dann verschnellere? Ob das irgendwie einigermaßen rüberkommt? Ob das überhaupt geht? Und dann überlege ich mal, ob ich das in Zukunft damit Zeitraffer mache. Ich muss dann auch mal sehen, dass ich das umrechne, damit ich die Zeiten dann weiß, dass im Endeffekt das Video dann auch diese Länge hat von etwa 15 Minuten, trotz Zeitrafferaufnahme, muss ich mir nochmal ausrechnen. Ja, ist ja eigentlich ein ganz witziger Effekt. Muss man nur sehen, dass es nicht zu langweilig wird beim Zugucken.
Ach so, jetzt könnte ich natürlich auch noch mal gucken. Die baue ich mal noch schnell ab. Ich werde doch auf jeden Fall demnächst mal in die Höhle darunter gehen. Ist hier schon ein Loch? Ja, hier geht es schon zur Höhle runter. Oh, ja, 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 ja. Ups, schon wieder reingefallen. Oh, Kohle gibt es hier auch noch. Ja, die Kohle muss ich mir noch abbauen. Kohle habe ich irgendwie nie genug. Und schon habe ich einen weiteren Eingang in eine Höhle gefunden, wo ein Skelett ist, worauf ich jetzt aber keine Lust habe. Deshalb gehe ich mal schnell wieder raus. Ups. Ja, war klar, der erwischt mich sogar hier am Rand noch. Naja. Habe ich noch ein paar Pfeile. Keine Pfeile mehr. Uiuiui. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Ach, ich wollte ja noch was gucken. Und zwar habe ich letztens... Ich will ja eigentlich schon die ganze Zeit mal einen Hund haben. Und da habe ich mal ein Video gesehen, wie man Hunde bekommt. Ja. Würde ich mal hier gucken. Wie sieht's denn aus? Ah, okay. Also viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks. 8 Stacks Sand gab's jetzt. Oder 9 in 10 Minuten. Und zweimal Sandstein noch. Packe ich jetzt die Erde auch noch weg? Na, warum nicht? Ups, nein, die soll nicht weg. Die Steine wollte ich wegpacken. So. Ja, und da gab es so einen Trick, wie man Hunde spawnen lassen kann. Nehme ich mal die Knochen mit, in der Hoffnung, dass sein Hund jetzt ist. Und zwar soll man irgendwie ein Gebiet in der Nähe, wenn es geht, wo ein Schaf ist oder wo Schafe sind, mit Fackeln abstecken. Das hatte ich dann gestern nach dem Sandfarmen noch gemacht. Und da ich jetzt, wie man wahrscheinlich im Zeitraffer auch schon gesehen hat, eine Nacht geschlafen habe zwischendurch, könnte ich jetzt mal einen Tag später, hallo, jetzt bist du hier unten, bist du dasselbe Schaf, da hingehen. Und zwar, wenn man dieses Gebiet mit Fackeln absteckt und dann sich weit entfernt, sollen da wohl nachts Tiere spawnen. Und unter anderem auch Hunde. Aber, hier sind die Fackeln alle. Hier ist aber kein Hund gespawnt, keine Schafe gespawnt, gar nichts. Aber wenn ich schon mal dabei bin, ah, hier kann ich ja auch noch ganz viel abbauen. Hier war ich zum Beispiel noch gar nicht. Und das ist so ein Gebiet. Da ist schon wieder ein Schaf. In diesen Gebieten, keine Ahnung, wie die heißen. Tiger, Tundra, würde ich das nennen. Ach so, Wolle. Habe ich eine Schere dabei? Nein. Okay, ich werde dich ohne Schere nicht töten. Hier soll es Hunde geben. In diesen Gebieten, in diesen Fichten, ich glaube Fichtenholz, das sind Fichten. Und ich hätte doch wirklich sehr gerne mal einen Hund. Ich meine, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ein Hund wäre doch was Feines. Hunde brauchen wohl, soweit ich mitbekommen habe, mögen die Schweinefleisch. Ach, es wird ja auch schon wieder dunkel. Muss ich jetzt ganz schnell zurück. Bin ja schon wieder viel zu weit gelaufen hier. Ob ich das überhaupt noch schaffe jetzt? Doch, das schaffe ich noch gerade so. Weil der Opa Zeron hat auch schon angemerkt, wenn ich hier nicht rechtzeitig schlafen gehe, dass natürlich dann auch die ganzen Monster spawnen
und dann meiner Dorfbevölkerung zu Leibe rücken. Meine, mir selber ist es jetzt eigentlich schnulli, ob die kommen oder nicht, so halbwegs. Ist ja immer schön spannend. Aber ich will natürlich nicht, ich will natürlich nicht, dass meine Dorfbevölkerung irgendwie dezimiert wird. Muss ich, ist ja knapp. Nein, und da sind sie schon, eine Spinne. Okay, dann war ich zu spät, dann sind die jetzt schon gespawnt. Dann werden die schon in meinem Dorf hier rumkrepeln, wahrscheinlich. Aber vielleicht kann ich ja noch verhindern, dass so viele spawnen. So. Die verbrennen da gerade alle. So, ich will aber glatt noch mal nach einem Hund gucken. Jetzt habe ich ja im Prinzip einen ganzen Tag Zeit. Vielleicht habe ich Glück. Ich hätte so gerne einen Hund. Vielleicht hier noch ein paar Fackeln setzen. Vielleicht spawnt ja hier unten mal ein Hund. So. Ein Hund hätte ich so gerne. Hallo, ein Schneegolem, ein Schneecreeper oder was? Der mir jetzt hinterherkommt. Und in einer unglaublichen Explosion explodiert, oder doch nicht? Ist er nicht explodiert? Kommst du noch hinterher? Okay, komm her. Ah, war zu spät. Nicht geschafft. Ach, Sand. Ah, okay. Die Creeper als Sandlieferanten. Hundi. Hundi, ich möchte einen Hund haben. Guten Tag, ich bin der UFO-Mann, ich bin auf der Suche nach einem Hund. Nicht nach einem Huhn, wobei Hühner auch Federn geben. Hier fängt der Sumpf an. Ah ja, okay. Ich will aber einen Hund. Und hier in solchen Gebieten soll es doch eigentlich Hunde geben. Es soll ja auch in Dschungeln Katzen geben. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen. Ist das hier Zuckerrohr? Nee, Bambus eher, ha? Weiß gar nicht mehr, ob ich Zucker oder Bambus brauchte für Papier. Ich glaube Zucker, also ziemlich unlogisch für Papier Zucker zu nehmen. Hallo. Guten Tag. Hätte ich mal die Schere mitgenommen? Ja, Kohle muss ich mitnehmen. Hilft ja alles nichts. Kohle brauche ich auf jeden Fall. Das wäre doof, wenn ich da dran vorbeigehe. Ich habe jetzt auch einen Haufen Glas noch produziert. Und, das ist aber viel Kohle. Und da geht die Kohle schon ein bisschen weg ab und zu. Ich habe da so eine riesige Kohlekiste, da ist aber kaum Kohle drin. Und deshalb nehme ich mir die Kohle hier natürlich mit. Irgendwann, wenn ich genug Kohle habe, dann nach Folge 300 oder so, dann kann ich die Kohle auch mal liegen lassen. Hier ist bestimmt noch mehr Kohle, aber ich brauche jetzt einen Hund. Einen Hund. Hallo, Hund. Hund. Hier soll es auch Hunde in solchen Gebieten und da, wenn da Schafe in der Nähe sind, da soll es dann auch Hunde geben. Ich werde mal ganz kurz meinen Waypoint aktivieren, Tempelstadt. Damit ich nachher nicht wieder so rumeiere. Ja, hallo. Keine Feder. Ich wollte gar nicht im Fleisch. Einen Hund brauche ich. Einen Hund. Und kein Huhn. Aber trotzdem werde ich das Huhn hier mitnehmen.
Ja. Ich brauche ja nur die Federn, damit ich mir Pfeile machen kann. Einen Hund brauche ich. Hundi. Hunde sind ja auch eigentlich nicht so. Oh nein, was ist das denn? Eisen und ganz viel Kohle. Und eine Spinne, die jetzt hier hochkommt, okay. Okay, nehme ich jetzt hier die Kohle mit oder was? Der Hund will ja oder die Kohle? Man weiß es nie, ha? Oh, wow. Oh. Ja, so ein Spinner da. Ah, okay. Gut, dann mache ich mal wieder raus. Mach mir mal hier schnell einen Waypoint. Einen neuen Waypoint. Höhle mit Kohle, Eisen. Okay, lass mal auf grün. Die Farbe ist mir eigentlich schnulli. So. Ich hätte so gerne einen Hund. Hallo Hund, hörst du mich? Ich werde dich auch immer richtig schön füttern. Ich werde dich auch immer richtig schön füttern. Ich habe auch Knochen mit. Hallo Hund. Warum gibt es denn bei mir keinen Hund? Warum gibt es ausgerechnet bei mir keinen Hund? Mittags ist es schon. Oi. Ich möchte einen Hund. Ach so, da fällt mir gerade ein. Vielleicht muss ich ja auch in diesem Ge. Da ist ein Hund. Ah, cool. Ein Hund. Hallo Hund. Nicht wegrennen. Cool. Und du auch? Kommst du auch mit mir mit? Ja. So, und jetzt muss man den wohl mit rechts anklicken. Und dann kommt er mit. Und du auch? Kommt, dann lass uns doch mal zurückgehen. Kommt ihr jetzt mit mir mit? Und der andere? Kommt ja auch? Der müsste doch auch kommen. Ah, da sind sie. Ja, kommt mal mit. Cool, ich habe zwei Hunde. Wenn das nicht mal ein kleiner Höhepunkt ist hier. Ich wollte schon immer mal Hunde haben. Und kommt ihr mir trotzdem auch, wenn ich ja? Okay, guck mal mit. Da hat übrigens meine Mama, die ja ein großer Fan ist und sich hoffentlich auch immer noch jede Folge anguckt. Eis. Cool. Hauptsache der Hund fällt nicht ins Eiswasser. Hier lang. Nicht ins Eiswasser fallen. Jetzt brauche ich ja eigentlich noch Schweine. Weil Hunde essen gerne Schweinefleisch. Ja, und meine Mama, die hatte mich daran erinnert, weil ich ja im wirklichen Leben auch einen Hund habe. Hat sie gesagt, hey Junge, wo bleibt denn der Hund? Besorg dir doch mal einen Hund. Das ist aber schon ewig her. Das muss schon 2 Wochen her sein. Und seitdem hatte ich immer den Plan, mir mal einen Hund zu besorgen, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Hier ist noch eine Höhle. Irgendwie kam immer was dazwischen. Und jetzt habe ich gleich zwei. Den gebe ich einen Namen. Und zwar, komm, lass die Schafe in Ruhe. Kommt mal mit. Nenne ich den einen auf jeden Fall Brownie. Brownie und fallt ihr mir da ins Wasser? Brownie und Snowy, wie Schnee. Weißy wäre jetzt blöd, also Brownie und Snowy. Ich hoffe, ich merke mir die Namen bis zum nächsten Mal. Ja, schön mir hinterherkommen. Und ich finde das richtig klasse, dass ich jetzt zwei Hunde habe. Und ich gehe jetzt aber mal zurück in mein Häuschen. Es wird gleich dunkel.
Mal hoffen, dass die Hunde hier auch so schnell. Wie schnell sind denn die? Ja, die sind sehr schnell. Im Vergleich zu diesen Hühnern, die ich damals angelockt habe, um die in meinen Käfig zu schicken, waren die doch extrem. Sind die extrem schnell. So, und dann werde ich heute auch mal wieder im Dorf übernachten. Seid ihr noch hinter mir her? Ja, sehr schön. Jetzt muss ich mir nur mal überlegen, wo ich noch Schweinefleisch herbekomme. Ich kann ja auch mal probieren, ob ich euch, kann ich euch mit normalen Steaks füttern? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ah, okay. Geht also auch. Ja, scheinbar kann ich die auch mit normalen Steaks füttern. Aber am liebsten essen sie... Ja, kommt. Nein, nicht in den Brunnen fallen. Kommst du da wieder raus? Jetzt sind da auf einmal zwei. Ach, die haben sich vermehrt, wenn man die mit... Ach, du Scheiße. Wenn man die mit Rindfleisch füttert, vermehren die sich... Und die schütteln. Habt ihr das gesehen? Der hat sich geschüttelt, weil er nass war. Ist ja geil. Also Minecraft ist echt der absolute Hammer. Und hier ist ein Hundebaby. Guck mal, ein Hundebaby. Hallo, Hundebaby. Hallo, Hundebaby. Setz dich mal hin. Kannst du das schon? Ja. Komm mit. Na kommt. Schnell, wir müssen ins Haus. Ich schlaf doch nicht im Dorf. Ich schlaf in meiner Hütte. Kommt hier runter, schnell. Nein, die Tür geht jetzt wieder zu. Kommt rein. Nein, das Hundebaby soll auch noch reinkommen. Ja. Komm her. Kommt hierher. Kommt her. Hier. Ja. Hinsetzen, hinsetzen. Was machst du hier? Nicht hier in die Wand reingehen. Komm mal bitte mit. Komm mit. Drei Hunde, zwei Hunde und ein Hundebaby. Hunde können mit Rindfleisch vermehrt werden. Ist das cool? Ja, komm mal hierher. Vielleicht mache ich mir noch so eine Hundezucht. So, und das war's für diese Folge. Ich muss dann erstmal sehen, wie ich mit den... Hallo... Ja, du siehst ja aus wie so ein kleiner Husky. Na, so ein feiner Hund. Na, so ein feiner Hund. Und das Baby hat grüne Augen. Und der Papa, gehe ich mal von aus, Brownie ist der Papa, der hat braune Augen. Wie nenne ich das hier? Das ist auch ein Mädchen. Lucy. Ich kann mir die Namen bestimmt nicht merken. Lucy hat grüne Augen. Brownie hat braune Augen. Und Snowy ist die Mama. Hat blaue Augen. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. So, und dann gehe ich erstmal schlafen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf Wiehö.